jetzt, liebe Zuschauer, brandneu und das Titelblatt des neuen Kataloges. Ja, da können Sie sich vorstellen, das Titelblatt, die vorderste Seite des neuesten Katalogs, das ist das Produkt, das wir Ihnen jetzt vorstellen dürfen. Das ist Komfort, das ist Hightech-Technik und es ist vor allem etwas ganz, ganz Besonderes, das Sie zu Hause lieben und ehren werden. Denn die Kati hat sich bereits auch schon hier, ja, gefühlt eine halbe Stunde vor der Sendung hier aufgehalten im Studio und hat alles mal ausprobiert und war total begeistert und hat sich gefreut wie ein kleines Mädchen darüber, dass das alles auch vor allem so einwandfrei funktioniert und uns ganz, ganz viel Luxus zum kleinen Preis nach Hause bringt. Stimmt's, Kati? Ja, das stimmt. Und gerade jetzt kann man ja Wärme gut gebrauchen und wir haben hier eine tolle Heizung für Sie. Schauen Sie mal, zusätzliche Wärme für Ihr Zuhause, sei es jetzt vielleicht mal in einem zusätzlichen Gästezimmer, vielleicht haben Sie auch zusätzlich in einem Raum Wärme nötig. Das kann ja mal sein, dass man angebaut hat oder Sie haben vielleicht die zusätzliche Wärme im Wohnzimmer nötig. Ja, hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich diese Wärme zu holen. Einfach angebracht. Montagematerial ist selbstverständlich mit dabei bei diesem tollen Konvektorheizkörper, den wir jetzt hier für Sie haben. Sie sehen hier schön, da ist ein Bedienfeld mit dabei. Das heißt, Sie können jetzt hier diesen Heizkörper perfekt an diesem Bedienfeld steuern. Der hat bis 2000 Watt an Leistung. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ihn ganz komfortabel dann über eine Fernbedienung zu steuern. Das heißt, man muss da gar nicht mehr hinlaufen, sondern kann das hier alles einstellen, wenn man das möchte. Das heißt, dann hier zum Beispiel, und da sehen Sie auch, das leuchtet dann so richtig schön auf, das Bedienfeld, die Temperatur einstellen. Da ist jetzt ein Thermostat auch verbaut. Das heißt, es misst natürlich auch immer die Raumtemperatur. Zeit wird auch angezeigt. Man kann dann auch die unterschiedlichen Lüftungsstufen einstellen. Da gibt es drei Heizstufen, 800, 1200 und 2000 Watt, die man einstellen kann. Zwischen 0 und 37 Grad Celsius dann auch das Ganze. Das lässt sich wunderbar natürlich hier am Bedienfeld oder mit der Fernbedienung dann einstellen. Und auch Heizpläne können erstellt werden. Man kann also die Heizung hier selber einstellen, kann sagen, ja, ich möchte, dass Sie zum Beispiel immer, wenn Sie wissen, Sie stehen um 7 Uhr auf, dass die schon mal um 6.30 Uhr angeht oder um 6 Uhr, um dann vielleicht das kleine Badezimmer aufzuwärmen. Oder vielleicht natürlich dann noch abends, wenn Sie wissen, Sie kommen um 18 Uhr nach Hause, dass um 17 Uhr schon mal im Schlafzimmer die Heizung angeht, dass es da schon mal schön warm ist. Da verschwendet man dann keine Heizkosten, sondern das ist dann wirklich intelligentes Heizen. Da muss ja dann auch nicht den ganzen Tag die Heizung an sein, sondern das macht die dann wirklich ganz intelligent an den Tagen, wo Sie es möchten. Also das können Sie hier alles einstellen. Aber wir sind hier noch viel, viel intelligenter unterwegs und das hat mich hier wirklich beeindruckt, denn es gibt eine kostenlose App, die man sich runterladen kann auf sein Smartphone. Und da haben Sie jetzt die Möglichkeit, egal wo Sie sich gerade aufhalten, diese tolle Heizung zu steuern. Weil vielleicht fällt Ihnen ja auch gerade mal ein, Sie sind irgendwo unterwegs, vielleicht irgendwie noch am Einkaufen oder Sie sind auch im Urlaub und kommen jetzt vielleicht mal ein bisschen eher nach Hause und denken, oh, der Heizkörper, der muss dringend angeschaltet werden. Oder Sie haben vergessen, ihn auszuschalten. Dann machen Sie das hier einfach über diese App. Da steht Heizkörper, da klickt man dann einfach drauf. Dann wird der Heizkörper aufgemacht und dann kann man hier natürlich die Temperatur ganz entsprechend über die Heizkörpertasten dann regeln. Man kann natürlich hier auch die Heizintensität anschalten, kann das Ganze hochregeln, wenn man das möchte, über diese drei Heizstufen, die man hier hat, wenn man das mag. Ich kann jetzt hier, Sie sehen, dass die Temperatur auch mit hochregeln, wenn ich das mag. Das funktioniert hervorragend. Hier den Heizplan mit hinzuregeln, wenn ich das möchte. Also das ist wirklich sehr schön und einfach gemacht über diese unterschiedlichen Modi, die ich hier dann habe auf dieser tollen Fernbedienung. Also wirklich sehr schön gemacht dann über Ihr Smartphone. Und das können Sie dann weltweit von überall ja machen, wenn Sie es einmal ins System eingebunden haben. Also geht dann wirklich sehr, sehr einfach das Ganze und macht dann natürlich sehr viel Spaß. Es gibt auch so einen Öko-Modus, den Sie haben. Da schaltet dann die Temperatur auch runter auf eine geringe Gradzahl. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Dieser Öko-Modus, der ist jetzt eingeschaltet.
Schalte. Das sieht man dann auch hier am Display. Das sind dann diese 16 Grad. Hier oben ist das gekennzeichnet durch dieses kleine Blatt, was wir haben. Wenn Sie das nicht haben wollen, können Sie natürlich jederzeit wieder ausschalten. Dann geht es wieder in den normalen Modus zurück. So kann man das immer sehr schön sehen. Dann natürlich hier auch Temperatur mal runterregeln wieder. Minus. Das kann man hier immer sehr schön dann auch daneben halten, weil, um sich das einfach anzugucken. Ich glaube, so sieht man das sehr gut, dass man das dann auch toll machen kann. Wenn Sie es jetzt aber auch ganz, ganz fancy haben wollen und Sie haben vielleicht zu Hause so ein System, so ein Amazon-System, so ein sprachgesteuertes System, so ein Dot-System oder sogar ein Google Assist-System, wo Sie mit der Sprache Ihre Geräte steuern können, dann können Sie auch diese Heizung mit einbinden, wenn Sie das möchten. Sie sehen hier oben vielleicht dieses kleine WLAN-Zeichen ja mit drauf. Und das funktioniert auch. Dann können Sie ganz einfach hier Ihren Heizkörper per Sprachsteuerung dann auch steuern. Geht ganz hervorragend. Ich muss hier einfach nur den Heizkörper dann ansprechen. Also wir haben hier so ein Alexa-System. Und ich rufe mal, Alexa, Heizkörper auf 23 Grad. Heizkörper ist auf 23 Grad gestellt. Oho, haben Sie es gehört? Alexa, Heizkörper ausschalten. Okay. Alexa, Heizkörper einschalten. Okay. Also Sie sehen, man kann die Temperatur verändern, man kann den Heizkörper aus- und einschalten, man kann natürlich auch über das Alexa-System jetzt diese Zeitpläne programmieren, wenn man das möchte. Also das ist dann überhaupt kein Thema. Also wenn Sie so ein System in der Wohnung haben, können Sie das alles auch über Ihre Sprache dann steuern und regeln. Da müssen Sie gar nicht mehr zum Heizkörper hinlaufen. Also Sie haben ja unzählige Möglichkeiten hier über das Display. Sie haben die Möglichkeit über die Fernbedienung. Sie haben die Möglichkeit dann über Ihr Smartphone mit der jeweiligen App und Sie haben die Möglichkeit dann noch über die Sprachsteuerung. Also hier wirklich unzählige Möglichkeiten, sodass man vollen Komfort hat. So, das heißt, ich liege auf dem Bett oder vielleicht auch auf der Couch und sage jetzt einfach, Mensch, ich werde jetzt über die Sprachsteuerung die Heizung höher oder niedriger schalten. Ich muss ja auch sagen, ich finde das klasse und clever, Kathi, für Menschen, die jetzt vielleicht auch öfter mal übers Wochenende weg sind. Oder zum Beispiel auch sagen, ich hätte jetzt gerne unseren WLAN-Konvektor bzw. die Wandheizung, zum Beispiel für ein bestimmtes kleines Ferienhäuschen, wo man eine kontinuierliche Wärme haben möchte oder wo man auch sagt, Mensch, wenn ich doch weiß, ich bin in 2 Tagen dort, dann möchte ich schon mal vortemperieren zum Beispiel. Mhm. Das finde ich ist schon ein ganz, ganz großer Luxus. Können Sie ja machen. Über diese WLAN-Kompatibilität, die wir haben, können Sie das dann über Ihr Smartphone von der ganzen Welt aus steuern. Oder aber auch umgekehrt, Sie haben die jetzt zu Hause, sind unterwegs und sagen, Mensch, ich fahre das Wochenende weg, aber ich weiß, ich komme sonntagabends wieder. Dann werde ich anfangen, ab 12 mittags dann Sonntag schon mal vorzuheizen, damit die Wohnung dann auch warm ist, wenn ich komme. Genauso natürlich auch für berufstätige Menschen, wo die Heizung nicht den ganzen Tag laufen muss. Wenn ich weiß, ich komme um 20 Uhr abends nach Hause, reicht es vielleicht auch, wenn ich die Heizung erst um 16 oder 17 Uhr einschalte, was ja vorher gar nicht möglich war, durch die Distanz da einfach mal hinzufahren und die Heizung ein- und auszuschalten. NX 3292 und die 569, 113,91 €, sieht natürlich auch aus wie ein toller Heizkörper, nur in einem brillanten, schlichten und vor allem edlen Design. Toll, ne? 113,91 €. Noch dürfen Sie auch mehrfach zugreifen. Das ist ein brandneues Produkt. Das ist die Titelseite unseres nächsten brandneuen Kataloges. Greifen Sie hier wirklich zu. Oder zum Beispiel natürlich auch interessant für all die Menschen, die zum Beispiel noch Nachtspeicheröfen haben und sagen, ich suche einfach eine günstige Alternative zu heizen. Ich hätte aber ganz gerne etwas, das an der Wand montiert ist und wie eine Heizung aussieht. Et voilà. Gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an und sichern Sie sich die absolute Sensation und machen Sie es sich muckelig warm zu Hause. Entweder sprachgesteuert, über Fernbedienung oder über die dazugehörige kostenfreie App oder natürlich über das Bedienungsfeld. Wir wünschen viel Spaß und vor allem traumhafte Nächte mit Ihrer neuen Wandheizung der absoluten Extraklasse. Viel Spaß!